Der Predator ist ein furchterregendes Monster aus dem All. Perfekt getarnt, bis an die Zähne bewaffnet und auf Menschenjagd. Predator. I love toys. Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen bei DSD, sein Midnight Figure Feature. Heute zeige ich euch ein Predator Feature. Hier, ein Predator, so eine Büste. Die hat der Minister mal in einer Zuschauer hier Kanalspende Geschenkbox bekommen. Da waren so einige drin. Und gucken mal eben drunter, was das genau ist. Predator 2, der Predator Elder. Polystone Collectible von Palisades. Play with it. Limited Edition 3200. Das sieht aus wie ein A von 4000 auf jeden Fall. Ja, aus dem Jahre 2004. Ja, 2004. Ja, geil. Die gucken wir uns jetzt einfach nochmal schön im Kreis an, weil was soll ich euch dazu erzählen? Der kann nix, der sieht einfach nur total hässlich aus. Ne, hammergeil, Alter. Ey. Huch. Wenn ich jetzt mal selber so gucke. Ja, das ist schon ein edles Teil. Und der hat auch hier richtig Gewicht, das Ding. Ne? Also der ist schon heftig. So, komm, wir gucken uns nochmal richtig Details an. Das mache ich ja bei Star Wars Figuren sonst auch. Falls ihr euch fragt, warum ich hier beim Minister bin und der gar nicht in dem Video zu sehen ist. Ja, ich bin hier seit Tagen gefangen. Eingepennt hier, Reviews gemacht, gesoffen und ja, Minister weg, Tür ist abgeschlossen und ich kann hier nicht raus. Zum Glück sind Getränke da und so weiter. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach ein paar Reviews. Ich gucke, was hier so rumsteht. Das zeige ich dann halt so jetzt alle paar Tage mal und so, bis ich hier wegkomme irgendwie, bis mir eine Lösung einfällt. Ich weiß auch nicht. Ne? Also, ja, auch kein Ladegerät mit und so, Handy leer. Ich kann irgendwie nicht, ja, Internet geht jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung, ich bin hier komplett lost. Ich gucke jetzt alle seine Videos durch, zock alle Spiele. Nein, keine Ahnung. So, jetzt aber hier, komm, auf zum Predator. Ja, schauen wir dem Koloss mal ins Gesicht hier. Alter, alleine die Augen schon, ne? Das ist schon voll herbe. Fieser Geselle, ey. Also die ganzen Details hier, ne? Ja, auch hier oben da mit seiner Kanone. Heftig. Dreads hier, ey, also. Krass. Was hat er denn da noch auf dem Rücken? Was ist das denn für ein Moped hier? Ich weiß es gar nicht. Auch hier geil mit den Schulterklappen und so, ne? Also der ist richtig schwer in der Hand. Also der wiegt bestimmt 2 Kilo. Und hier auch. Hammer. Diese ganze Lackierung, ja, das ist unglaublich. Und hier auch. Da seinem Appenarm, ey, hat er kurz verätzt halt so, ne, kauterisiert, damit da nichts weiter passiert oder so. Ja, krass. Ja, die, was ist das, die Piratenwaffe? Ja, ne? Ich glaube, das ist das Piratengun oder so. Boah, das ist ein richtig edles Teil, ey. Also, das gefällt mir ja auch, ne? Also, ne, auch hier mit den ganzen, guck mal, die ganzen Schädel. Seine Trophäen halt, ne? Ey, die sind so genial. Das ist echt klasse. Ja, herbes Ding. Mir werden langsam die Arme lahm. Die hat man alles jetzt so gesehen mal. Genau hier, Gauntlet-Ding hier oben, guck mal. Ey, so heftig geil, Alter. Boah. Ja, damit kannst du auf jeden Fall auch Sport machen mit dem Teil hier. Weil der ist echt schwer. So, dann krauche ich mal zum Schlusswort wieder. I love toys. Wunderschönes Teil. Also, ne, der ist, boah, halt, da, wie gesagt, da jetzt gesehen. Also, das Ding ist, das ist so geil gesculpt, so. Schon geil sowas, aber wenn ich damit auch noch anfange halt so, weißt du, das hört ja auch nicht auf. Dann fängst du mit solchen Büsten an und hinterher sind es 1:1 Büsten und so, ne? Das geht ja ganz schnell. Ich kenne da so einige Fälle. So, das ist eine heftige. Ja, ich hoffe, war auch mal interessant für euch, weil ich weiß ja nicht, wann der Minister das mal präsentiert hätte. Wir hatten es ja in dem Auspackvideo halt gezeigt, was da dann mit Überraschungskiste, ne? Nicht, dass ich ihm das jetzt vorweggenommen habe, aber sonst machen wir da nochmal ein Review zu oder so. Keine Ahnung. Also, ne, schön kann man mit Perdu werden mit dem Gesellen halt so. Ne? Finde ich, ja, kann was. Bleibt gesund, gehabt euch wohl. Ja, guckt mal hier, alte Filme wieder und so. Ne? Bis dann, tschüss. Und holt mich hier raus.